So, da habe ich jetzt vorweg nochmal etwas drangehangen an dieses Video, an dieses Let's Play. Denn ich habe natürlich wieder vergessen, irgendetwas mitzuteilen, wie so oft. Das Spiel Raft ist in der Videobeschreibung, habt ihr auch einen Link dazu. Es ist kostenlos erhältlich auf itch.io und es befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Also da kommt noch einiges hinzu. Das habe ich in dem Video leider nicht erzählt. Ja, startet gleich ganz normal. Viel Spaß. Moin Moin und willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar Raft. Ja, man sieht es hier schon. Ein Floß, also sofern man das noch erkennen kann. Es ist ein Crafting-Survival-Spiel, wie so viele andere. Ich mache hier mal, starte hier mal eben kurz. Da wir so ein bisschen lange Anfangszeit haben, kann ich das auch während des Spiels erkennen. Ja, man sieht das hier, wir starten mal auf einem Floß. Ne? Nicht das Übliche, so wir sind irgendwo in der Walachei und müssen losziehen, Ressourcen sammeln, Hütte bauen und so weiter. Ich meine, im Grunde ist es ja dasselbe, nur dass wir halt stationär sind. Wir sitzen halt auf diesem kleinen Drecksfloß fest und müssen hoffen, dass wir hier Ressourcen bekommen. Da paddeln sie schon an. Die müssen wir mit unserem Horn hier, müssen wir die reinholen und dann können wir hier unser Floß erweitern. Ehrlich gesagt, ich finde das Prinzip richtig cool. Ich finde das einfach nur witzig. Und da, ja, Hugo, der Hai. Das ist hier sozusagen die Bedrohung, die es gibt. Der Hai paddelt immer um uns herum. Der wartet auf frisches Futter. Dann müssen wir ihm hier so, ne, ein bisschen... Den haben wir. Den. So, können wir uns ein bisschen was ranziehen. Nur einen erwischt. Ups. Also alles, was dicht rankommt, das können wir auch mit der Hand rausfischen. Hey, hey! Eins. Ich sehe dich. Ja, diese Ressourcen müssen wir halt aus dem Wasser rausfischen und können uns dann langsam aber sicher unser Floß erweitern. Zu einer mächtigen Basis. Ich würde ja gerne sagen, zu einem seetüchtigen Schiff, aber ich befürchte, wir werden niemals von der Stelle kommen. Unser Floß ist hier definitiv verankert. So, ja, ich habe da schon öfter mal bei itch.io, glaube ich, nachgeguckt, so nach Spielen, die es so gibt. Ein paar Indie-Spiele, weil ich auch begeistert bin von Indie-Spielen eigentlich. Hab da aber nie wirklich was Vernünftiges gefunden oder was mich jetzt halt wirklich interessiert, sagen wir mal so. Und da kam dann gestern der Newsletter und da dachte ich mir, oh, guck's mal, was die da so im Sale haben. Und dann dachte ich mir, oh, nix bei, dann guck's mal, was du findest. Und dann bin ich halt über dieses Spiel gestolpert und dachte mir, boah, wie ist das denn an mir vorbeigegangen? Jetzt müssen wir mal kurz hier, wir müssen uns Seile basteln. Ich guck mal eben schon, ob wir das hier können. Nein, da fehlt unser Metall. Der Speer ist enorm wichtig. Der Speer ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um den Eulen Hai abzuwehren. Darum versuche ich auch möglichst schnell den Speer zu bauen. Yeah, Speer. Bevor wir hier anfangen, irgendwas zu erweitern. Das nächste, was wir haben müssen, ist unbedingt... Na komm. Naja, hier. Hand einsammeln. Ist unbedingt unser Wasseraufbereiter. Ne, es fehlt noch Seil. Seil haben wir aber. Ich gucke nur nach, ob wir der Ressourcen verpassen jetzt. So. Gerade am Anfang ist das enorm wichtig, dass wir wirklich alles einsammeln, was wir so kriegen. Immer noch keine Seile gebastelt, ne? Oder? Lag es daran? Nein, jetzt fehlt uns Schrott. Nein, weil ich den Schrott für die Zinnkanne, also für die Blechdose verbraten habe. Blöd, Mann. Ja, rechts unten könnt ihr sehen, wir haben eine Durst-, Hunger- und Lebensleiste. Ich habe das schon mal wagemutig ausgetestet. Wenn man ins Wasser geht, der Hai greift einen an. Und... die Latte, die wir kriegen können. Und etwa zwei Bissen verträgt man. Danach ist man so kaputt, dass man wirklich, wirklich, wirklich schnell aus dem Wasser sollte. So, ich habe die alte Playlist rausgekramt, die ich ja früher schon verwendet habe, um ein bisschen musikalische Untermalung zu haben, damit es nicht ganz so öde ist. Ich weiß jetzt nicht, aber ob es zu laut ist oder nicht. Das werde ich erst nach dieser Aufnahme sehen. Also wenn es zu laut rüberkommt, müsst ihr einfach nur krakeelen und Bescheid sagen. So, jetzt müssen wir aber genug haben. Yes. So, 3, 4. Wasser füllen. Hab ich jetzt, nee, ich dachte gerade, ich hätte es getrunken.
Oh. Hallo, Hugo. Schlingel, du. Ich weiß genau, was du vorhast. Jetzt gucken wir mal nach, können wir uns einen Hammer basteln. Der Hammer ist dann das nächstwichtige Utensil. Also eigentlich ist es wichtiger als der olle Speer, aber für mich persönlich ist der Speer am Anfang etwas wichtiger, weil ich hatte da schon, dass der Hai hier das Boot angegriffen hat, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Der kommt dann her, springt dann halt so eine Rand-Foundation an und kaut sich daran fest. Und der macht die dann auch kaputt. Also er würde mit der Zeit das gesamte Floß zerstören, wenn man da nichts gegen unternimmt. Pust. So, bald müssen wir auch mal eine Runde Fleisch angreifen. Ja, so mit 3 oder 4 Hieben kann man dann den Hai auch abwehren, dann lässt er wieder los. Und das Ganze macht man etwa 3-mal, dann stirbt auch der Hai. Ja, du. Ich finde es gut, wie das Metall hier an der Wasseroberfläche schwimmt. Yeah. So, gucken wir nach. Die Kochstation wäre dann der nächste Schritt. Da haben wir es schon. Lässt du los! Lässt du los! Böser Hai! Böse Hai! So. Nehmen wir auch gleich mal den Hammer. Repair und gucken mal nach. Da ist nichts. So, 90, 2 Bretter. Also für 2 Bretter und ein Seil kriegt man ja eine Foundation. Da muss man sich dann überlegen, ob man so eine ganz kaputte Foundation für, sagen wir mal, 9 Bretter, 4 Bretter repariert oder ob man lieber einen für 2 Bretter und 2 Seile neu baut. So, wo war ich stehen geblieben? Achso, die Grillstation wollte ich, ne? Hier ein paar Seile machen. Kann ich nicht. Ach, Metall fehlt. Warum sagt mir das keiner? Dim, 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 dim. So, jetzt haben wir Metall. Oh, achso, ich habe noch nicht ganz eingezogen. Craft. 7. Hey, meins, alles meins. Warum ruckelt das denn? Ja, da sieht man das auch schon. Es kommen ja Palmen-Metallstücke, also Palmwedel-Metallstücke und Holzbretter, aber auch so ein Fass zwischendurch. Das ist super praktisch, also sollte man auf jeden Fall versuchen zu kriegen. Gut, das käme jetzt so dicht dran, dass wir es auf jeden Fall kriegen. So, rechts sieht man schon, plopp, gleich eine ganze Wagenladung voll mit Krimskrams. Mist. Oh. Fängt er an zu husten. Das geht ganz schnell, das mag man gar nicht glauben. Also ich bin bei dem ersten Versuch hier auch schon direkt verdurstet. So, Angel. Angeln wir uns ein. Nun, nun. Das ist ein gewisser Balanceakt. Man muss hier echt arbeiten. Hau bloß ab. Hau bloß ab. So, Fisch. Wo ist er? Da. So, steht noch auf Reparieren. Hier Foundation. Jetzt fehlen mir Seile. Nein! Viele Seile, weil die gleich fällt es mir ein. Die Palmwedel so brauchen wir noch nicht. Braucht man später nur für Wände. Brust. Also man sieht schon, das füllt sich ganz gut auf mit der Zeit. Man muss da halt nur eine Weile erstmal dran ackern, bis man sich dann aufgefüllt hat. Dann komm, ich will die Bretter da haben. So. Meins. Ja gut, machen wir nicht. Es gibt nämlich ein wirklich sehr, sehr nützliches Tool hier, was man anbringen kann. Da war's schon. Nämlich das Netz. Da können wir auch gleich ein paar von bauen. Die setzt man da hin und die fangen dann halt von alleine ein, was da so unter dem Boot durchschwimmen würde. Momentan sind die eher so behelfsmäßig.
Also sind ja nur drei, die wir da haben. Aber wenn man dann eine ganze Reihe hat, dann jo, kriegt man ordentlich Ressourcen aus. Hier sitzt auch schon was drin. Schön. Noch ein bisschen essen. Trinken, auffüllen, kochen. Das Problem ist, es wird hier so dunkel. Dann sieht man das nicht, wenn Huku hier mal zubeißt. Nein, 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 nein. Mist. Ins Wasser springt jetzt nicht. So, die Musik finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen nervig. Ich sollte vielleicht welche raus und die auch wirklich dazu passt, also so ein bisschen dazu passt. Nein! Makrele nehmen, Makrele auf den. Oh, Licht. Puh. Ja, wenn man sich eine richtige Laterne hinsetzt, dann hat man auch durchgehend Licht. Aber momentan müssen wir mit dem Kochlicht leben. Oh. Keine Spur von Hunger. Müsste aber bald wieder so weit sein, dass er hier mal zubeißt, ne? Ich guck mal, ob wir hier Laternen, eine Can brauchen wir dafür. So, können wir auch basteln. Setzen wir da mal hin. Kommen wir nicht ran. Aber das kriegen wir. Halt, halt. Trinken, füllen, kochen, runternehmen, auflegen. Dankeschön. Also man kann den Fisch auch roh essen, ist gar kein Problem. Haust ab, haust ab, haust du ab. Lässt du los. Böser Hai, böser Hai. Ja, das wäre es jetzt auch noch gewesen, direkt die Kochstation, ne? So, heile ist sie wieder. Den lassen wir bei mal bei 90. So. Ja, jetzt müssen wir halt versuchen, das immer weiter zu erweitern, weiternderweise. Halt, fast. Da ist schon im Wasser gestanden. Empty da. Gut. Puh. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier unten auch schon Palmensamen gekriegt. Wir können hier nämlich auch anpflanzen, also wenn wir entsprechende Sachen gebaut haben. Ah, wann geht die Nacht vorbei? Achso, habe ich gar nicht erwähnt. Wir sind in der Version 1.05. Das Spiel ist aber immer noch in Entwicklung. Das hier ist noch eine frühe Phase. Da wird hoffentlich noch einiges zukommen. Ich habe ein paar Screenshots gesehen, dass man wohl auch wird tauchen können später. Ich frage mich, wie das dann geht mit Hugo in der Nähe. Oh, oh. Oh, das ist meins. Gut. Können wir die Makrele wieder austauschen. Ein Wässerchen. Ich hörte das Knirschen. Immer wenn so ein Knirschen da ist, das ganz normal auch hier im Spiel ist, dann denke ich aber immer, dass Hugo hier gegangen ist. Das macht mich total nervös. So, können wir? Nein, fehlt ein Seil. Was? Yes. So, manchmal sieht man das auch nicht. Dann steckt hier aber was drin. Das liegt dann irgendwie unterm Boot. Deswegen immer mal so zwischendurch durchgucken. Hallo. Und die Sonne geht auf. So, da muss ich mir gerade das Näschen putzen. Zip, zip. Hier kann man das gut sehen, da sieht man kein Item. Also ist es auch dunkel bei mir, aber trotzdem, da ist kein Item, aber steckt trotzdem eins drin. Also das würde ich mir wünschen, dass er, wenn die Rohressourcen da drin sind, dass das dann trotzdem herstellt. Ah, plätscherte schon wieder. Ein da. Halt. So, vier Makrelen haben wir. Sind wir fast voll mit, also sind wir voll mit.
Palmenwedel finde ich jetzt gerade am Anfang sehr wichtig, weil wir doch einen hohen Verbrauch an Seilen haben. Immer ein Blick auf Hugo. So, das lassen wir. Na, reicht das? Ja. Yes. So, die Makrele haben wir auch. Wir haben noch eine Rohmakrele. Okay, Wasser brauchen wir noch nicht. Oh ja. So, jetzt können wir anfangen, das Boot mal wieder zu erweitern. Vom Deichen. Halt! Halt, 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 halt! Mist. Also man sieht schon, ich möchte etwas höher hinaus, ne? Also beziehungsweise weiter hinaus. Denn je größer die Fläche ist hier, mit der wir einfahren können, desto mehr Ressourcen haben wir natürlich auch. So, hier hat man dann jetzt natürlich den Luxus, dass man schon mal lang gehen kann, um die Sachen per Hand einzufangen. Und immer einen Blick auf Hugo. Also Seile. Mhm, ich sehe dich. Und ich weiß, was du im Schilde führst. Leer, aber schon wieder zwei Seile. Yeah. So beschleunigt sich das Ganze dann auch. Ne? Und dann kommt man schneller voran. Nein, warum? Jetzt muss ich echt das Ding erstmal einziehen. Ah, das ist ein Manko am Spiel. Ganz ehrlich, das hatte ich noch nicht. Normalerweise mit rechter Maustaste holt man den Haken sehr schnell ein. Aber anscheinend, wenn da was dran hängt, dann will er, dass man es ganz einholt. Ich hätte das Item lieber losgelassen, als hier die Foundation und unsere Lampe zu verlieren. Hm. Schneller ran. Fässchen. Ein paar Dinger davon. Aber eine Kanne machen. Eine neue Lampe machen. Das ist ja nochmal auch wichtig, dass wir das sehen, ne? Ich setze das mal dahin. Da haben wir es, da haben wir es. Lecker Fisch. Wir haben jetzt drei Fisch, das geht noch. Prost. Na, 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 na. Frechheit. So, gucken wir mal. Können wir Netze? Okay, ein Netz zumindest. Hat ja schon mal was. Mhm. Ich sage, ich finde das als. Also, ich finde es wirklich als eines der besten Crafting-Survival-Spiele, die ich je hatte. Weil es einfach irgendwie auch interessanter ist. Beziehungsweise es ist jetzt nicht ganz so der Standard, wie man ihn sonst immer hat. Netz nicht, sondern Seil. Netz geht noch nicht so. Wir könnten hier eine Palme pflanzen, wenn wir das Metall haben. Oder eine normale Nahrungsmittel pflanzen könnten wir auch. Aber das lohnt sich irgendwie noch nicht, weil wir können von Fisch und dem Wasser gut leben. Momentan noch. So. Seil. Netz. Hops. 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 Das ist eine Holzplanke da, ne? Das sah so seltsam aus. Also für mich sah das gerade so seltsam aus. Also hier, man kann sehen, wir können auch ins Wasser rein. Wir haben dann auch Ausdauer oben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die weg ist. Vermutlich saufen wir dann. Ah, da kam auch schon angeschwommen. Vielleicht Dachs. Mist. Mist.
und zu ungeduldig zum Warten. Empty, 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 empty. All is empty. So, gucken wir mal. Wieder Seile fehlt uns. Nee, wir haben 4 Seile. 3 brauchen wir. Ein Item reicht für ein Seil. So, kommst du da hin. So, wie das hier schwimmt, denke ich mir, ist es etwas sinnvoller, wenn wir in die Richtung dann später noch ein bisschen ausbauen. Fessle. Da freut man sich immer. Na? Elender Lump. Wie? Seil fehlt? Habe ich nicht gerade Seil hergestellt? Nicht genug anscheinend. So. Fehlt wieder Seil. Oh, ich höre gerade unser Husten. Wir sterben. Aufgrund von Durst. Es dauert nicht allzu lang, dann ist man wirklich tot. Deswegen, man muss ja echt aufpassen. So, angeln wir ein paar Makrelen. Das kann man so schön nebenbei machen. Also sobald man hier die Dinger am Laufen hat, dann kriegt man auch ganz gute Ressourcen rein. Kann man sich mehr auf andere Sachen konzentrieren. Zwischendurch kann man die Sachen auch rausholen. Denn Haken und Angel, die bleiben fest an ihrer Position, wo sie sind. Ups. So, 4 Makrelen haben wir schon mal wieder. Schnell auf den Herd werfen. Halt. Auch noch da. Lässt du mein Netz in Ruhe. Was war das für ein Rocker? Böser Hai. Ja, den muss ich mal erziehen, den Hai. Geht ja so nicht an. So, das Netz ist wichtig, weil da stecken ja ein paar Ressourcen mehr drin, also die Seile. Zip, zip. Komm, braves Fass. Schön. Ich repariere wieder Foundation. So, jetzt stehe ich auch schon wieder vor dem Problem, dass wir mehr Licht brauchen. Wo haben wir es denn da? Nett. Die kann man leider auch nicht wegnehmen. Die Laternen, dass man sie wieder aufnehmen kann, woanders hinstellen kann, ist ein bisschen schade. Aber noch zu verkraften. Zip, zip. Schon wieder am Rumhusten hier. Achso, das hat man gar nicht getrunken, ne? Gut. Ich sehe schon, ich bin über die Zeit hinaus, die ich eigentlich eingeplant hatte dafür. Ich werde die Folge jetzt hier beenden und dann beim nächsten Mal sehen wir weiter, wie wir unser kleines Fluss hier erweitern können, wohin wir uns noch bauen und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit Blick in den Sonnenuntergang.